Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du auf Platz 8 bist. Wir wollen natürlich, dass du aber auch steigst in dem Ranking. Ne? Ja. Also Platz 1 ist noch drin. Weißt du, was richtig immer gut ankommt? Ich weiß nicht, ob die Ladies darauf jetzt Bock hätten. Oh Gott. Möchtest du mit mir zusammen jetzt hier im Studio duschen? Ja. Hättet ihr Bock drauf? Wir haben nämlich ein Spiel entwickelt. Ja. Nein, aber du bist schon da. Ja. Ah, okay. Ja. Hast keinen Bock drauf? Doch. Ja, doch. Kann ich schaden auf jeden Fall. Wir beide werden duschen. Wir haben ein Spiel entwickelt. Es trägt den wunderschönen Namen The Shower of Love. Of Love. The Shower of Love. Of Love. Es wird brühend heiß, es wird erotisch, es wird fantastisch. Mit Silbermond haben wir dann auch noch was vor. Also es gibt gleich einen riesigen Shower of Love, Dusch, Gangbang. Und Tom, das hier ist die Dusche. Ich freue mich sehr. Ja. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir gehen nämlich jetzt in die Dusche. Wir haben ein kleines Spiel konzipiert und es nennt sich The Shower of Love. Zu den Regeln. Tom und ich treten in einem Sing-Off gegeneinander an und wir bekommen abwechselnd Musik auf unsere Kopfhörer. Das sind wasserdichte Kopfhörer. Wir singen mit den verschiedenen Temperaturen, Unterschieden, der auf uns runterprasselt. Singen wir diese Lieder und Steff und Novi müssen erraten, was da gerade gesungen wird. Wird ein Song erkannt, gibt es einen Punkt und dann ist der nächste dran. Alles verstanden? Jawohl. Ja. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, lasst, ja? Ja, toll. Also, ich habe das, wenn du singst, kann ich bei dir darum fummeln. Aber keine Seife aufheben, ne? wir müssen unsere Bademäntel abziehen. Können wir vielleicht so erotische Gitarrenmusik dafür bekommen? So ein. Hoppla, ich muss mal hier ganz kurz noch. So, komm, dein erster Song kommt jetzt auf die Ohren, aber erstmal mache ich dir ein bisschen Musik. Ne? Ist ja auch sehr heiß. Ah! Das ist ja jetzt schon arschkalt. Queen from the movie scene. Being a Queen, I am the one. Ach komm, a turkey, be careful what you do. Mama always told me, be careful. Michael Jackson mit, Scheiße, wie heißt es denn? Billie Jean. Ja, ich hoffe, jetzt kommt was von mir hoch. Du musst es anmachen. Du kannst. Okay, ich mach einfach mal ganz normal. Oh, das ist aber nett. Ja. Ja. Oh, das ist schön warm. Wo ist denn Wärme? Es klang so ein kleines bisschen wie O Sole Mio. Ja, gern. Wir fangen ganz normal an. Ganz normal. Hä? Wake up, wake up! Ach hier, Chop Suey, Chop Suey von. Ihr wisst schon. Chop Suey. Komm mal rein. Okay? Ja. Oh, scheiße, läuft in die Augen. Hast du Shampoo im Auge? Ja. Es stand extra keine Tränen auf der Shampoo. Was? Ich kenne das nicht. Oh, es ist heiß. There's no time, theory. It's ending in. There's no time.
ist Phil Collins mit Against All Odds. Ich kenne das nicht. Wir auch nicht. Ja, wir jetzt irgendwie auch nicht. Was war's? Ich kenn's. Also, was ist das? Da kennt man nicht. Ja, das ist so ein Song, den man nicht kennt. Hier war was anderes. Das ist eine Band aus Marzahn. Und es geht in die nächste Runde und zwar. Oh ja. Hä? Oh nee. Oh. Face your hand and leave you. Oh! Floor. Das ist wie Michael Jackson. Das ist echt arschheiß. The thing in your eyes makes me feel the same. Jetzt kommt's, warte. Ah! I never wanna dance again. Guilty fear. Got no rhythm. Should have known better that she. Ah! Gasted tins and I've been given. Ich seh nichts, Alter, was? Das Spiel ist schon längst vorbei. Ach so. Ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja. Deswegen gibt es einen Punkt. Careless Whisper. Wir hören mal rein. Ja, wir sind jämmerlich, ich weiß. Es tut uns leid. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas von dem gesungen habe, was da. Aber gut. Okay. Ich mach mal eine andere Einstellung. Ja. So, Awareness. Oh. Oh, das war eine scheiß Idee! Das ist ein Spanisch, was hier drin ist. Shakira. Es gibt den scheiß Tanz dazu. Es gibt diesen Tanz. Weder getanzt noch hast du gesungen. Wie sollen wir das denn jetzt? Wir dachten, du musst aufs Klo. Wie ist denn ausgegangen? Ich hab doch Gangnam Style gerade geraten, oder? Du hast es geraten. Wir haben es aber nicht erraten. Oder wie ist jetzt die Punkte vergangen? Wir haben es nicht erraten, nee. Also Tom Beck, du hast The Shower of Love gewonnen. Vielen Dank auch an unsere fantastischen Juroren.